Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wie immer freue ich mich natürlich, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid und bei mir zuschaut. Denn heute testen wir gemeinsam das hier. Wir haben von der Firma Lorenz eine neue Limited Edition von Knickknacks. Und zwar haben wir diesmal die Sorte Tex-Mex Taco Style. Jawohl, ich kenne sie wie immer noch nicht. Bin sehr gespannt, wie die gleich schmecken werden. Ja, ich sag mal so, Knickknacks sind ja eigentlich immer ziemlich lecker. Ich habe schon das ein oder andere Testvideo zu den anderen Sorten gemacht. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne mal hier auf dem Kanal umschauen und euch die auch nochmal reinziehen, falls ihr sie noch nicht kennen solltet. Ja, wie gesagt, heute ist diese Sorte dran. Wir haben eine 110 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 1,59 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Gut, dann wie immer, es geht los. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, schauen wir mal, wie sie aussehen. Da sind sie, ja, nicht viel Veränderung erkennbar, sage ich jetzt einfach mal. Ich hole jetzt mal ein paar von denen raus, leg die etwas anders hin und dann geht's los. So, und es geht weiter. Ich habe jetzt einfach mal die Hälfte des Inhalts der Verpackung hier rechts daneben hingelegt. Werde ich jetzt probieren. Ich wollte sie euch vorher noch mal kurz zeigen. Ihr seht, wir haben verschiedene Größen dabei. Einige sind ziemlich groß, dann so mittlere, ein paar kleine sind auch dabei. Ja, egal, es geht um den Geschmack, wie ihr wisst. Also probieren wir das Ganze jetzt mal. Ich bin gespannt und es geht los. Wie immer, kross ummantelt. Ja, ein interessanter Geschmack auf jeden Fall. Sie sind ganz leicht scharf. Ja doch, die brennen wirklich ein bisschen auf der Zunge. Also irgendeine Pfefferwürzung ist da dran. Also vom Geschmack her schmeckt man auf jeden Fall ganz klar den Paprika raus. Dann sind sie natürlich auch leicht salzig. Ja, und diese leichte Schärfe, das macht sie auf jeden Fall aus. Die schmecken richtig gut. Also da bin ich mal wieder begeistert. Eine leckere Limited Edition definitiv. Ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite für die Leute, die sich für die Nährwerte und die Zutaten interessieren. Und dann gibt es schon meine Bewertung für diese Knickknacks. Meine Bewertung sieht folgendermaßen aus. Ich vergebe den Doppeldaumen nach oben. Für den Dreifachdaumen hat es leider nicht ganz gereicht. Aber die Knickknacks schmecken auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Würde ich mir definitiv nochmal kaufen. Eine super leckere Limited Edition. Wie immer verstehe ich nicht, warum die guten Sachen limitieren, dass es die nur zeitlich begrenzt gibt. Sehr schade. Also seid schnell, kauft euch die mal und probiert die mal und dann schreibt ihr mir dazu was in die Kommentare, wie eure Meinung zu dieser Sorte aussieht. Seid ihr genauso begeistert wie ich oder schmecken sie euch vielleicht überhaupt gar nicht oder was auch immer. Ihr wisst genau, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir vorbei, denn es lohnt sich. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.